Guten Abend. Viele Moderationen, Zeitungsberichte und Politikanalysen haben seit 2020 oft mit dem Satz begonnen, die Pandemie hat uns, die Pandemie hat alles fest im Griff. Dass dies noch steigerbar ist, war schwer vorstellbar. Heute jedoch hat der Ukraine-Krieg die Weltöffentlichkeit und die Politik unerträglich fest im Griff. Bezeichnungen wie die größte Zäsur seit 1945 und Zeitenwende versuchen die damit verbundenen dramatischen Einschnitte für die Sicherheitsarchitektur, das Politikverständnis und das Zusammenleben in Europa zu erfassen. Der Krieg gegen die Ukraine bedeutet den Verlust der intuitiven Grammatik des Politischen in Europa und darüber hinaus. Viel Gewohntes und Selbstverständliches verdampft in der Invasion der Ukraine. Viele politische Aufgaben auf allen Ebenen der Politik werden den europäischen Demokratien nun radikal neu gestellt. Bereits die Corona-Pandemie hat unerbittlich das Brennglas auf Schwachstellen und Gerechtigkeitsprobleme in unseren demokratischen Gesellschaften gelegt. Die Verteilung der Ressourcen, die Verteilung der Chancen, die Verteilung der Lasten der Krise und schließlich die Verteilung von Teilhabe und Mitbestimmungsmöglichkeiten im demokratischen Prozess haben sich vielgestaltig als drängende Fragen präsentiert. Die erschütternde Rückkehr des Krieges nach Europa wird diese Brenngläser, wird dieses Scharfmachen von Gerechtigkeitsfragen dramatisch steigern. Daher ist es nicht nur legitim, sondern notwendig, sich auch im Schatten des Ukraine-Krieges mit Klassen- und Gerechtigkeitsfragen zu beschäftigen, mit Fragen, die individuelle Schicksale und das gemeinschaftliche Gestalten unseres Zusammenlebens betreffen. Alles Fragen, die mitentscheiden, wie sich die europäische demokratische Idee und ihre gegebenen Versprechen weiterentwickeln in schweren Krisenzeiten. Im ganz Großen wie im alltäglich Kleinen. In diesem Sinne ist es mir eine Ehre, hier und heute mit Brigitte Teisel zu stehen und ihr Buch Klassenreise, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt, vorzustellen. In diesem Buch haben Bettina Aumeier, die heute leider erkrankt ist, und Brigitte Teisel 11 Biografien zusammengefasst. Biografien, in denen Menschen erzählen, wie sie aus ihren nicht privilegierten Hintergründen unterschiedlichster Art Wege des Aufstiegs gefunden haben und was sie bei diesem Aufstieg begleitet hat. Wir werden sicher auch über allgemeine politische, gesellschaftspolitische Zusammenhänge in diesem Kontext sprechen. Ich darf nun kurz Brigitte Teisel vorstellen. Sie ist Journalistin und Erwachsenenbildnerin, geboren in Graz, aufgewachsen in der südlichen Steiermark und sie studierte Journalismus und Unternehmenskommunikation an der FH Johanneum in Graz und an der Hochschule für Medien in Stuttgart. Sie lebt und arbeitet in Wien, unter anderem als Redakteurin beim feministischen Magazin Anschläge und bei Die Standard. Sie ist Feministin und Arbeiterinnenkind. Zum Ablauf des Abends, wir werden jetzt die Möglichkeit haben, Brigitte Teisel zuzuhören, einen Vortrag, sie wird auch aus dem Buch lesen und im Anschluss werden wir das Gehörte gemeinsam mit der Autorin und mit euch, mit Ihnen diskutieren. Ich wünsche auch in schwierigen Zeiten heute einen spannenden und hochpolitischen gemeinsamen Abend. Danke sehr. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Wie der Michael Rosecker schon erwähnt hat, ist meine Kollegin Bettina Aumeier leider erkrankt, aber ich hoffe, dass auch ich allein sie durch einen spannenden Abend führen kann. Unser Buch nennt sich Klassenreise, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt. Wie schon in der Einführung wir jetzt gehört haben, haben wir darin 11 Personen porträtiert, die eine sogenannte Klassenreise hinter sich haben. Dazu werde ich noch mehr sagen und bevor ich mehr zu dem Buch erzähle, lese ich eine kurze Stelle vor aus dem Vorwort von Natascha Strobel, die vielleicht auch einige von Ihnen kennen, die Politikwissenschaftlerin. Und zwar, Kind sein bedeutet, unendlich große und kleine Träume zu haben.
Sie werden mit einer Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit verfolgt, wie sie nur Kinder haben. Mein Sohn träumt von einem Bauernhof voller Dinosaurier, auf denen er reiten kann. Die sanften Erklärungsversuche meines Mannes und mir, dass es Dinosaurier nicht mehr gibt und sie sich auch wenig zum Reiten eignen, verhallen ungehört. Es müssen aber nicht immer Dinosaurier sein. Manchmal schaukelt mein Sohn mit offenem Mund, weil er den Wind spüren möchte. Und auf meine jüngere Tochter entdeckt die Welt auf ihre Art und Weise. Wenn man einmal nicht hinschaut, zerlegt sie tote Fliegen und nichts ist für sie schöner, als an Tieren jeglicher Art vorbeizugehen. Dann gluckst sie vor Begeisterung und es gibt nichts anderes auf der Welt. Es gibt wenig Schöneres, als Kinder in ihren Träumen und Entdeckungen zu bestärken. Es ist eine der größten Ungerechtigkeiten, dass diese Träume schon bald nicht mehr für alle gleich sind. Spätestens mit Eintritt ins Schulsystem werden sie für Arbeiterinnenkinder zurechtgestutzt. In zahlreichen Gesprächen in diesem Buch wird dieser Moment schmerzhaft beschrieben. Du bist anders, du gehörst hier nicht hin. Fahre deine Hoffnungen und Erwartungen auf ein Minimum zurück. Das hat gar nichts mit einer Bereitschaft zum Lernen und Entdecken zu tun. Im Gegenteil, viele Arbeiterinnenkinder berichten auch in diesem Punkt liebevoll über die elterlichen Bücher wie über einen Schatz. Eben weil sie nicht selbstverständlich waren. Weil jedes Buch, auch und gerade die aus der Bücherei geliehen, etwas Besonderes war. Weil es so ein einfacher und schneller Weg ist, um die Welt und damit auch oft eine neue Sprache zu entdecken. Ohne be- und verurteilt zu werden. Was läuft in diesem Schulsystem falsch, dass es so viele Kinder aus so vielen Generationen entmutigt statt bestärkt? Viele Kinder aus Arbeiterinnenfamilien schaffen den Bildungsaufstieg aber doch. In diesem Buch wird oft darüber berichtet, was das für ein Gefühl ist, als Erster in der Familie überhaupt einen Schulabschluss zu haben, Matura zu haben, eine Lehre gemacht zu haben oder sogar einen Meistertitel oder Universitätsabschluss gemacht zu haben. Es bringt auch neue Unwägbarkeiten mit sich. Man lebt in einer Zwischenwelt, man gehört oben nicht dazu, aber unten auch nicht mehr. Kinder aus Arbeiterinnenfamilien lernen also schon sehr früh, dass man sich die Erfüllung der eigenen Träume erkämpfen muss und dass einem wirklich gar nichts geschenkt wird. Denn die Welt, in der sie sich behaupten müssen, ist nicht für sie gemacht. Sie ist voller verwirrender, ungeschriebener und informeller Regeln, Etiketten und Riten, die nicht die sind, mit denen sie aufgewachsen sind. Es ist ein ungeschriebenes Regelwerk der bürgerlichen Klasse. Ein Regelwerk, mit dem Kinder aus bürgerlichen Familien selbstverständlich aufwachsen. Es ist ihnen gar nicht bewusst, dass es überhaupt Regeln sind. Ja, dieses Vorwort von Natascha Strobel rahmt das Buch, denke ich, sehr schön. Ich erzähle vielleicht kurz, wie es überhaupt zu dem Projekt gekommen ist. Die Bettina Aumeier und ich haben uns beim Studium kennengelernt. Wir haben beide Gender Studies studiert. Gerechtigkeitsfragen liegen uns also nahe, aber die Klassenfrage hat uns oft gefehlt. Und nachdem wir zusammen einen Verein betrieben haben, da haben wir auch immer wieder Veranstaltungen organisiert, Verein Genderraum nannte sich der, unter anderem einen Lesekreis, wo wir Klassismus thematisiert haben. Der Begriff ist vielleicht nicht allen bekannt, das ist die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder Zugehörigkeit. Kann man so analog zu Sexismus und Rassismus denken. Und da hatten wir eine lange Literaturliste vorbereitet, haben wir an der Universität, also dort im Umfeld veranstaltet. Und dann gab es das erste Treffen und dann war sehr schnell klar, wir wollen jetzt eigentlich nicht über die Theorie sprechen, über diese Texte, sondern über die eigenen Geschichten. Und dass es dafür viel zu wenig Raum gibt, also überhaupt an der Universität, aber auch gesellschaftlich viel zu wenig Raum gibt. Und aber nicht nur zu wenig Raum, sondern dass uns auch die Sprache fehlt, dass vielen das Vokabular fehlt, dass sie das Gefühl haben, sie haben Erfahrungen gemacht und sehen plötzlich, oh, anderen geht es auch so, die als erstes in der Familie an der Universität studiert haben, aber sie können es gar nicht so richtig in Worte fassen, was ihnen da eigentlich passiert. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir das Thema Klassenverhältnisse, Klassengesellschaft, zu diesem Befund kommen wir auch im Vorwort, dass Österreich nach wie vor eine Klassengesellschaft ist. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, hat im gerade globalen Vergleich, aber auch im europäischen Vergleich Österreich einen recht gut ausgebauten Sozialstaat, der doch einiges an Umverteilung leistet. Trotzdem gibt es massive Ungleichheiten. Erst vor kurzem ist wieder eine neue Studie der Nationalbank erschienen, wie ungleich das Vermögen verteilt ist, wie viel das
oberste Prozent besitzt, aber nicht nur bei den Vermögen, auch beim Einkommen gibt es große Unterschiede und auch beim Erbe. Beim Erbe ist es so, dass in Österreich das Erbe für die soziale Mobilität sogar im EU-Raum am entscheidendsten ist und natürlich auch große Bildungsungerechtigkeiten. Da ist leider Österreich in Europa eines der wenigen Länder noch mit Deutschland, das schon nach der Volksschule in Gymnasium und Mittelschule trennt und wir noch immer keine Gesamtschule haben, obwohl alle wissenschaftlichen Befunde eigentlich zeigen, wie erfolgreich das Modell Gesamtschule ist. Ja, und von diesem Befund aus haben wir uns gedacht, wir kennen die Zahlen, wir kennen die Fakten, wir können diese Statistiken erleben, aber lesen, aber es ist nochmal etwas ganz anderes, das anhand von persönlichen Geschichten zu erleben. Und von dem her haben wir uns 11 Personen ausgesucht, also 11 Personen sind letztendlich im Buch gelandet, aber es sind viel mehr, mit denen wir gesprochen haben, die eine sogenannte Klassenreise hinter sich haben. Also oft haben sie als Erste in der Familie studiert, kommen aus der Arbeiterinnen- oder aus der Armutsklasse. Und der Begriff Klassenreise war für uns wichtig einerseits, weil wir es nicht als ein richtiges Ankommen sehen. Das erwähnt die Natascha Strobel auch schon im Vorwort, das ich jetzt vorgelesen habe. Also es ist oft so, dass diese Menschen sich nirgends zugehörig fühlen, die Herkunftsklasse verlassen, aber dann nicht richtig angekommen. Und wir wenden uns auch ganz klar gegen diese Aufstiegserzählung, gegen diesen neoliberalen Mythos, der durchaus existiert, der so die Geschichten, die medial durchaus auch gerne erzählt werden, die klassische amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär, aber auch zum Beispiel die Migrantin, die ankommt in Österreich und sich allein alles aufbaut und allein alles schafft. Die Geschichten, die wir gesehen haben, dann erlebt haben, sind aber so, dass eigentlich alle davon erzählen, wie viel Glück sie hatten, wie viel Zufall damit gespielt hat, dass zum Beispiel an der richtigen Stelle eine Lehrerin sie weiterempfohlen hat, dass sie von ihrem Freundeskreis mitgezogen wurden und so weiter und das oft für die Geschwister ganz anders ausgeschaut hat und dass ihr sogenannter Aufstieg wenig mit besonderem Fleiß und besonderem Talent zu tun hat, sondern eben mit diesen Zufällen und auch natürlich mit dem Durchhalten trotz aller Hürden und Widrigkeiten. Und bei den 11 Personen haben wir auch versucht, so eine gute Mischung zu finden, dass es Leute sind, die am Land aufgewachsen sind und in Wien aufgewachsen sind, unterschiedliche Generationen, Migrationsbiografie haben oder nicht, Männer oder Frauen. Und aus einem möchte ich jetzt gleich mal vorlesen, das ist vielleicht im Renner-Institut auch besonders interessant. Und zwar aus dem Porträt von Andreas Bosch, das den Titel trägt, Dem Aufstieg wurde alles untergeordnet. Andreas Bosch wurde 1957 im Burgenland geboren. Für sein Studium der Bildungswissenschaft zog er nach Wien, wo er heute beim Verein Wiener Jugendzentren die Organisationsabteilung leitet. Ich bin 1957 auf die Welt gekommen, am Christtag, ein echtes Wunschkind, wie meine Mutter sagte. Meine Familie hat damals quasi in einer Einzimmerwohnung in einem Zinshaus in Neudörfel gewohnt, einer damals noch sehr kleinen Gemeinde im Burgenland. Der erste Ort, wenn du von Wiener Neustadt ins Burgenland fährst. Das Grinzing von Wiener Neustadt wurde Neudörfel genannt, weil es dort so viele Heurige gab. In den Erinnerungen aus meiner frühesten Kindheit ist es ein Dorf mit Gänsen, die durch den Ort laufen. Es gab kaum asphaltierte Straßen, eine dreckige und ein bisschen schäbige Idylle, die den Touristen so lieb ist. Mein Bruder ist 2,5 Jahre jünger als ich. Meine Schwester ist eine Nachzüglerin. Sie ist erst auf die Welt gekommen, als ich schon 8 war. Als ich 4 oder 5 war, ist mein Vater zum Bürgermeister von Neudörfel gewählt worden. Ich bin also als dörfliches Politikerkind aufgewachsen und uns hat praktisch jeder im Ort gekannt. Ob man jetzt einem Gendarm begegnete oder es in ein Geschäft gegangen ist. Ah, der Boschspur, hat es immer geheißen. Von klein auf war also ein gewisser Druck da. Als mein Vater gewählt wurde, hat ein Aufstieg der Gemeinde begonnen, der für viele andere Gemeinden im Burgenland Vorbild war. Bei der Kanalisation und der Kläranlage, bei der Modernisierung der Straßen, beim Bauen von Sozialwohnungen und Altenwohnungen, bei der Förderung von Betrieben. Die SPÖ hatte da schon eine Vision vom Aufstieg für das Burgenland.
Es wurden zum Beispiel auch viele Matura-Schulen gebaut. Erziehung war die Sache meiner Mutter. Sie war zu Hause und hat die Arbeit im Haushalt praktisch allein übernommen. Mein Vater war eher der Ernährer, nachdem sich alles zu richten hatte. Seine Regeln hatten zu gelten. Und er war sozusagen das Strafkommando unserer Mutter, wenn etwas schiefgelaufen ist oder sie mit uns nicht zurechtkam. Es ist nicht wirklich gewalttätig in der Familie zugegangen, aber er hat uns schon hin und wieder geschlagen. Das war damals üblich und gehörte praktisch dazu. Meinen Bruder und mich hat das nicht wirklich beeindruckt. Schon seltsam, wenn ich das sage. Ich bin ja in der Jugendarbeit tätig und ich weiß genau, wie verheerend Gewalt für Kinder und Jugendliche sein kann. Aber für mich waren andere Dinge in diesen Jahren viel schlimmer. Zum Beispiel, wenn es Hausarrest gab oder wir nicht zu den Kinderfreunden durften, wobei Letzteres ganz selten vorkam. Kinder von SPÖ-Politikern gehörten damals zu den Kinderfreunden. Auf jeden Fall sind wir Anfang der 60er Jahre ins Gymnasium nach Wiener Neustadt gekommen, in das Bundesrealgymnasium für Knaben. Es war eine richtige Nazischule. Viele Lehrer dort waren Altnazis. Als Burgenländerinnen sind wir benachteiligt worden. Das hast du gespürt und das ist so auch ausgesprochen worden. Die Gescherten aus dem Burgenland, was wollen die denn da? Ich habe das damals aber nicht darauf zurückgeführt, dass wir Arbeiterkinder waren, sondern eben Burgenländer. Das Umfeld dort am Gymnasium war jedenfalls schon ein anderes als in Neudörfel. Die Eltern vieler Schüler waren Unternehmer oder leitende Beamte, aber darüber ist fast gar nicht gesprochen worden. Bei manchen war ich auch zu Hause, dort habe ich dann gesehen, aha, die haben viel größere Häuser oder ein schickeres Auto. Das Burgenland war ja damals in vielen Dingen hinten nach. Es gab die Hilfsarbeiter, die nach Wien gependelt sind, oder die Kroaten, die Leute, die in die ganze Welt gefahren sind, um zu hackeln. Der Slogan, unsere Kinder sollen es einmal besser haben, war im Burgenland ganz stark vertreten. Und diese Politik hat schon viele Arbeiterkinder aufs Gymnasium gebracht. Die Kinder dieser Arbeiter aus den Dörfern sollten ein neues Burgenland aufbauen. So haben sie sich das vorgestellt. Auf dem Gymnasium gab es dann aber auch den Druck, dass du bestehen musstest. Für unsere Eltern war das nicht leicht. Die hätten uns kaum in irgendwelchen Fächern helfen können. Zumindest einen Vorzug müsste ich haben, war die Erwartungshaltung meiner Mutter. Aber den habe ich von Anfang nicht geliefert. Im Grunde habe ich 9 Jahre lang gekämpft. Die 5. Klasse musste ich sogar wiederholen. Finanziell ist es uns Kindern eigentlich immer gut gegangen. Ich weiß aber, dass meine Mutter für uns auf sehr viel verzichtet hat. Ob wir zum Beispiel auf den Schulskikurs mitfahren können, war nie ein Thema. Auch das war in der politischen Vision im Burgenland damals verankert. Wir schicken die Kinder Skifahren. In Altenmarkt wurde ein eigenes Burgenlandhaus aufgebaut. Ich war bestimmt 5 oder 6 Mal auf Schulskikurs. Unsere Eltern sind auch mit uns auf Skiurlaub gefahren. Dafür müssten sie ziemlich sparen. Heute wäre das nicht mehr leistbar. Für das Geld war im Grunde genommen meine Mutter zuständig. Sie hatte immer alles im Blick. Sie hat nie etwas sofort gekauft. Das "Ich schau nur" gilt bei ihr noch heute, obwohl sie sich das jetzt alles locker leisten könnte. Welches Bild wir nach außen abgeben, das war ja total wichtig. Jeans durften wir nie tragen. Ich weiß gar nicht, ob das für sie eine Arbeiterkleidung war oder zu amerikanisch. Also sind wir tatsächlich in Bügelfaltenhosen herumgelaufen. Eines Tages hat sie dann bei der Schneiderin im Dorf solche Maßjeans in Auftrag gegeben. Das waren aber keine richtigen Jeans, sondern welche aus einem grauslichen hellblauen Stoff. Die habe ich nur ein einziges Mal angehabt bei der Armprobe. Meine Mutter hat das, denke ich, gemacht, damit wir uns abheben, weil in ihren Augen sollten wir uns ja immer abheben von den Leuten im Dorf. Das ist heute noch immer sehr wichtig für uns, für sie. Zum gewöhnlichen Heurigen oder ins Dorfwirtshaus geht sie nicht gerne. Das sind die Leute unter ihrem Niveau. Das würde sie aber nie zugeben, geschweige denn aussprechen. Es gibt ein Foto aus meiner Kindheit, da stehen wir im Doppelreihenbläser vor dem Schloss Schönbrunn, dazu ein Marschall. So sind wir auch am Sonntag durch das Dorf marschiert. Das muss man sich einmal vorstellen. Der Vater, der Bürgermeister an der Spitze, die Hände am Rücken verschränkt und wir im Gänsemarsch hinten nach. Den Ort anschauen, mit den Leuten plaudern. Genau, das ist die Geschichte vom Andreas, der dann beschreibt, dass eigentlich seine Eltern fast einen größeren Aufstieg spät hingelegt haben als er selbst, mit Weiterbildung und auch mit der politischen Karriere eben von seinem Vater, und dass die großen Aufstiegserwartungen, die er dann irgendwann schon als Aufstiegswahn bezeichnet hat, dass eigentlich er und seine Geschwister die alle nicht erfüllt haben. Und das haben wir auch oft gehört, dass in Arbeiterinnenfamilien, wo Bildung eine ganz große Rolle spielt,
dass dann oft die Erwartungen damit verbunden sind, wenn das Kind Matura hat oder dann sogar ein Studium abgeschlossen, dann ist die Karriere damit vorprogrammiert, dann wird man eine gute Stelle haben, dann wird man sehr viel verdienen und das hat sich dann oft nicht so eingelöst und vielen, die auch nicht so viel Wissen haben über das Bildungssystem und den Arbeitsmarkt, heute verstehen das dann auch nicht, dass ein Studium eben keine Garantie ist für eine Karriere. Das ist so ein Beispiel, das immer wieder vorkommt. Und jetzt möchte ich noch lesen aus einem Porträt von einer deutlich jüngeren Porträtierten, von der Zeynep Arslan, das sich nennt "Ich will dahin, aber ich komme nicht rein". Zeynep Arslan wurde 1985 in Istanbul geboren und kam im Volksschulalter gemeinsam mit ihrer Familie nach Wien. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitet als Gruppentrainerin, Projekt-Event-, Gender- und Diversitätsmanagerin und Autorin. Klo am Gang. Das erste Bild, woran ich mich in Österreich erinnere, ist der Flughafen. Meine Mutter ist direkt mit dem Baby zum Vater, der hat uns am Flughafen abgeholt. Wir sind gelaufen, meine Schwester und ich sind stehen geblieben. Meine Schwester war verunsichert und hat mich an der Hand gehalten. Wir haben geschaut und da einen fremden Mann gesehen. Wir sind in eine Wohnung gefahren, das war eine sehr alte, heruntergekommene Wohnung, ohne Bad, ohne WC, gar nichts hatten wir. Ein Onkel war auch dort, der hat noch seine Kinder nachgeholt. Das war im 17. Bezirk in Wien. Danach haben wir eine Zimmer-Küche-Wohnung gefunden. Wir, das heißt mein Vater, meine Mutter und meine zwei Geschwister, haben zu fünft auf einer Decke am Boden geschlafen, bei Kerzenlicht. Wir haben wirklich gar nichts gehabt. Wir haben in der Küche in einer Schüssel gebadet, das WC war draußen am Gang. Als Kinder hatten wir immer Angst, in der Nacht nach draußen zu gehen, wenn die Eltern weg waren. Und die Eltern waren immer weg, weil sie 2, 3 Jobs hatten. Schwarz haben sie gearbeitet, weil sie halt keine Arbeit gefunden haben. Aber sie mussten uns ja ernähren. Sie haben Eimer in die Küche gestellt, wo wir unsere Notdurft erledigt haben. Wir durften ja nicht raus, wir mussten zu Hause auf die Eltern warten. In der Zeit sind wir als Kinder sehr oft alleine gewesen. Wir hätten beinahe mal das Haus angezündet oder wären mal beinahe aus dem Fenster und am Baustellengerüst hinuntergeklettert, um mit den anderen Kindern auf der Straße zu spielen. Als Kinder macht man ja viel Blödsinn. In der Volksschule konnte ich gar kein Deutsch und ich habe einfach kopiert, was die Schülerin neben mir gemacht hat. Später merkte ich, dass auf der Rückseite von meinem Lehrbuch Christine draufstand. Das war meine erste Abschreibaktion. Ich habe einfach das nachgemacht, was meine Nachbarin, eben die Christine, schrieb. Im Nachhinein begriff ich, dass die Lehrerin wohl gesagt hatte, wir sollten unsere Namen draufschreiben. Ehrlich gesagt habe ich mit der deutschen Sprache schon sehr lange gekämpft. Die Volksschule war vom Unterricht her eigentlich ein bisschen langweilig für mich. Lesen, Schreiben, Rechnen, das konnte ich bereits alles. Mein Vater hat mir alles in einer recht kurzen Zeit beigebracht. Dann habe ich das Glück gehabt, dass meine Volksschullehrerin eine sehr reflektierte Frau gewesen ist. Sie hat meine Mama zu einem Gespräch eingeladen und ich kann mich noch ganz genau erinnern. Sie hat meiner Mutter gesagt, dass sie mich in das Bundesrealgymnasium gegenüber der Volksschule schicken soll. Und die Lehrerin hat auch erklärt, dass diese Schule dafür bekannt ist, dass man dort ein bisschen rassistisch umgeht mit den Schülerinnen, dass es eine sehr konservative, eine rechte Schule ist. Aber sie soll zu den besten Gymnasien in Wien gehören. Und ich würde die ersten 2 Jahre große Schwierigkeiten haben, aber dann die Sache backen. Und es war tatsächlich so. Die ersten 2 Jahre war Deutsch ein Problem für mich, aber nach dem 2. Jahr hat es bei mir Klick gemacht. Ich kann mich genau an diesen Moment erinnern, plötzlich konnte ich Deutsch. Und dann ist es bergauf gegangen, dann habe ich lauter ausgezeichnete und gute Erfolge geschafft. Also irgendwann ist dann die AHS auch ein bisschen eine Unterforderung gewesen. Turnen mochte ich nicht. Die Bücherei war immer nur kurz geöffnet und ich wollte immer mit allen über Politik und Gesellschaft und die Welt diskutieren. Ich nervte alle, war also eine ziemliche Einzelgängerin. In meiner Familie hat besonders mein Vater großen Wert darauf gelegt, dass wir eine gute Ausbildung kriegen oder auch die Uni abschließen. Zu Hause wurde immer gesagt, das ist ja typisch für Arbeiterinnenkinder. Wenn ihr eine Ausbildung habt, dann werdet ihr es besser haben als wir, ihr werdet es viel leichter haben. Am Ende des Tages, wenn ich mir mein Leben anschaue, ja, wir haben nicht die gleichen Schwierigkeiten, die unsere Eltern hatten, aber wir haben andere Schwierigkeiten. Und was die materielle Dimension anbelangt, also sehr weit sind wir da auch nicht gekommen.
Nach meinem Studium habe ich in Österreich einen Job gesucht und man hat mich immer in die Integrationsabteilung geschickt. Immer irgendwas mit Migration. Da ist mir erst später bewusst geworden, deshalb Integration, ich bin ja eine Migrantin. Ich bin dann auch tatsächlich direkt in der Integrationsabteilung der Stadt Wien gelandet. Also Ausschlusspraxen und Diskriminierung, das war alles aufgrund des Nicht-Hineinpassens in die Kategorie Türkin, Türkisch, Sunnitisch, Muslimisch, war ein Begriff für mich. Aber das Zugehörigkeitsmerkmal Migrantin war eine neue Dimension. Mein Vater war schon in der Türkei politisch sehr engagiert. Diese ganzen gewerkschaftlichen Bewegungen, Arbeiterinnenkämpfe, wie das so ist mit dem Kapital, mit dem Arbeitsmarkt, die ganzen Unterdrückungsstrukturen, das war Thema bei uns. Es hat immer geheißen, wir sollen lernen, wie man Geld verdient, wie das alles zustande kommt. Deshalb wurden wir auch nicht in eine Richtung begleitet, dass wir uns Bürojobs suchen oder Jobs, die uns auf eine andere Ebene befördern könnten, sondern wir sind in die Mannerfabrik gegangen, zu Deichmann, Ströck, Anker, Bimki, H&M. Das waren die Jobs, die ich und meine Geschwister gemacht haben. Verkaufen, Fließband, Kassiererin, Reinigung. Und irgendwann Callcenter, Promotion, also immer so Hilfsarbeiterinnen-Jobs. Unsere Eltern haben viel mit uns geredet und sehr viel über ihr Leben erzählt, indem sie immer wieder sehr wenig bis gar nichts hatten über Armut, Migrationen, Konflikte. Und deswegen habe ich mich einfach auch immer in einem Kampf und stets im Wettlauf mit der Zeit gefühlt. Das war und ist unser Lebenskampf. Genau, Zeynep beschreibt dann in dem Porträt noch weiter, dass sie eigentlich sehr früh ihr Studium abgeschlossen hat, dann sofort ein Doktorat angehängt und dann war sie mit Mitte, Ende 20 Frau Doktor und niemand konnte das so recht einordnen mit ihrer Migrationsbiografie, auch sehr vielen rassistischen Vorurteilen begegnet. Aber so wie das auch selbst beschreibt und was wir auch immer wieder erleben in der Auseinandersetzung mit dem Thema, dass oft Migration gesagt wird, wenn soziale Herkunft gemeint ist. Also zum Beispiel gerade wenn es um Schulen geht, wo bestimmte Kinder ein Problem haben, weil sie einfach nicht so die Ressourcen haben, dass sie von zu Hause gefördert werden, dann liegt das ja ganz wesentlich an der sozialen Herkunft natürlich. Macht die Migrationsgeschichte ganz neue Ausschlussmechanismen auch auf, aber das wird oft nicht konkret benannt und die Klassenfrage da ein wenig verdrängt oder auch natürlich politisch ganz bewusst rassistisch instrumentalisiert. Ja, und dann würde ich noch lesen aus dem Porträt von der Barbara Blaha, die wahrscheinlich auch viele kennen, die jetzt das Moment-Institut leitet. Und der Titel lautet Arbeiterinnen sind nicht die besseren Menschen. Barbara Blaha wurde 1983 in Wien geboren. Sie hat Germanistik studiert und arbeitet nun als Autorin und Publizistin. Sie ist Gründerin und Leiterin des Politikkongresses Momentum und des Thinktanks Momentum Institut sowie Herausgeberin des Moment-Magazins. Ich bin 1983 im 20. Bezirk geboren, 1983 tatsächlich in der Wohnung meiner Großmutter. Meine Mutter war eine sehr junge Mama, sie war 20, als sie mich auf die Welt gebracht hat und davor hatte sie schon meine große Schwester bekommen, allerdings im Krankenhaus und das war eine Horrorerfahrung, sodass sie gesagt hat, sie kriege ihre Kinder nur noch zu Hause. Also war ich eine Hausgeburt. Dort habe ich mein erstes Lebensjahr verbracht. Dann sind meine Eltern mit mir und meiner Schwester nach Simmering in eine eigene Wohnung gezogen. Dann sind nach der Reihe alle meine anderen Geschwister aufgetaucht. Insgesamt habe ich 3 Schwestern und 3 Brüder. So viele Kinder, das ist wahrscheinlich ungewöhnlich für eine österreichische Familie. Das ist eigentlich sonst nur noch im ganz rechten Außenbereich zu finden, also bei der Familie Rosenkranz oder so. Dass so eine Familiengröße nicht üblich oder nicht Standard ist, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich sehr früh gemacht habe. Von Passantinnen oder Menschen, die uns nicht kannten, kam immer die Annahme, wir seien keine Österreicherinnen. Das muss eine Migra-Familie sein, wenn da 7 Kinder herumrennen. Noch dazu hatten wir alle dunkle Haare. Das war also auch nicht ausgeschlossen. Da gab es einfach auch Rassismuserfahrungen, die absurd waren.
Als Kind habe ich gar nicht verstanden, warum jemand glauben könnte, dass ich Türkin bin, beziehungsweise, dass das überhaupt eine Kategorie ist, die wichtig ist. Beruflich haben meine Eltern alles und nichts gemacht. Kennengelernt haben sie sich in einem Hotel am Stubenring, das gibt es noch heute. Meine Mutter hat als Teenager die Schule geschmissen. Die Schule war nicht ihres. Sie hat dann im Hotel als Zimmermädchen, also als Reinigungsperson zu arbeiten begonnen. Mein Vater war dort so etwas wie ein Kofferträger. Sie haben sich verliebt. Meine Mutter ist dann schwanger geworden und war dann, bis ich Teenager wurde, eigentlich Hausfrau, weil halt ständig Schwangerschaften waren und Kinder auf die Welt gekommen sind. Mein Vater hat sich nach einer kurzen Phase der Arbeitslosigkeit als Taxifahrer versucht. Er war ein paar Jahre Taxifahrer, später ist er in den Verkauf gegangen. Er hat in der ganz frühen Phase der Computer, wo die Leute angefangen haben, sich Computer zu Hause hinzustellen, sie verkauft, als Vertreter. Er war viel im Außendienst, ganz kurz hat er auch versucht, sich selbstständig zu machen, aber das ist, glaube ich, furchtbar schief gegangen. Danach war er in einer Reinigungsfirma und jetzt arbeitet er schon sehr lange wieder als Taxifahrer. Von der Ausbildung her hat meine Mutter noch eine Schneiderlehre absolviert. Dazu wurde sie von meiner Großmutter gezwungen. Eine Lehre bei ihrer eigenen Mutter, das war, glaube ich, kein Spaß. Sie hat aber keinen Tag als Schneiderin gearbeitet. Sie hat die Prüfung gemacht und dann nie wieder, also wirklich nie wieder, eine Nadel angerührt. Auch so Flick- und Stopfsachen hat immer meine Großmutter erledigt, nie meine Mutter. Das war eine konsequente Verweigerungshaltung. Mein Vater hat einen Pflichtschulabschluss, aber keine Lehrausbildung. Vielleicht hat er einmal eine angefangen, aber fertig hat er keine gemacht. Als ich 12 war, haben sich meine Eltern dann getrennt. Ich bin aus einer Familie, für die der Umzug in den Gemeindebau ein sozialer Aufstieg war. Meine Mutter und mein Stiefvater sind in den Gemeindebau gezogen, da muss ich so 15 oder 16 Jahre alt gewesen sein. Ich bin da nicht mehr mit eingezogen, ich bin sehr früh von daheim ausgezogen, aber auch meine Geschwister sind in den Gemeindebau. Davor haben wir in einem uralten Zinshaus in Wien-Simmering gewohnt, mit Klo am Gang und so. Also die Wohnung war okay groß, sie hatte 100 Quadratmeter, was für 7 Kinder eigentlich eh nicht groß ist. Aber als Kind hatte ich das nicht am Schirm. Es war ganz normal. Was ich in der Volksschule und dann auch später, wenn ich Freundinnen besucht habe, schon bemerkt habe, war, dass so etwas wie Klo am Gang nicht normal ist. Ich kann mich erinnern, wir haben uns immer gefürchtet, wenn wir aufs Klo mussten. Da war der Gang dazwischen und noch 2 Wohnungen von anderen Nachbarinnen. Das heißt, wenn man auf das Klo wollte, musste man über den Gang laufen an den Nachbarinnen vorbei und der Lichtschalter war auch weiter weg. Das heißt, es war in der Nacht ziemlich finster und als kleine Kinder haben wir uns wirklich immer sehr gefürchtet. Wir sind daher immer als Trupp auf die Toilette gegangen. Also wenn einer musste, hat er oder sie noch andere Geschwister geweckt und aus dem Bett gezerrt. Es war sehr gefinkelt. Eine Person musste die Tür aufhalten, die andere Person musste vorlaufen, um das Licht einzuschalten. Ja, irgendwie, das war gefinkelt. Was man bei den Texten jetzt wahrscheinlich schon gemerkt hat, es war uns sehr wichtig, nah am Gesprochenen zu bleiben. Vielleicht haben Sie das Buch schon gelesen oder haben Lust drauf bekommen, es zu lesen und sehen das dann selbst. Wir hatten den Eindruck, dass einfach auch durch die Sprache und wie etwas formuliert wird, zu welcher Zeit gesagt wird, auch einfach sehr viel ausgedrückt wird und wir wollten das dann nicht so in eine Form pressen. Es ist aber so, dass schon wir die Porträts verfasst haben. Also die Basis sind so ganz lange persönliche Gespräche, die wir geführt haben und wir haben sie dann natürlich mit den Porträtierten abgestimmt. Also sie hatten das letzte Wort. Es war auch bei einigen die so, dass sie dann doch abgesprungen sind. Einfach weil wir gesehen haben, das ganze Thema ist noch immer enorm schambesetzt. Da hatte ich jetzt nicht unbedingt eine Stelle, aber Scham ist auch ein ganz großes Thema im Buch. Dass die soziale Herkunft, gerade wenn man aus einem armutsbetroffenen Haushalt kommt, einfach mit Scham verbunden ist und dass viele erst darüber sprechen können, wenn sie dann so etwas als so etwas wie eine Erfolgsgeschichte gelten, aber es davor ganz schwierig ist. Und das war für uns auch eine große Motivation, diese Scham aufzubrechen, das Schweigen aufzubrechen und dem etwas entgegenzustellen. Es ist uns klar, dass in dem Buch natürlich trotzdem vieles aus privilegierter Perspektive erzählt wird, weil es doch Personen sind, die eigentlich alle studiert haben. Aber es ist nur ein erstes Projekt und es folgen hoffentlich
noch viele weitere von uns, weil was auch eine wichtige Botschaft ist für uns, ist, dass wir sagen, es geht uns jetzt nicht darum, dass wir sagen, es sollen möglichst viele Arbeiterinnenkinder aufs Gymnasium gebracht werden, sondern das Gymnasium abgeschafft und eine Gesamtschule. Und es geht auch nicht darum, dass nur mehr Arbeiterinnenkinder auf die Universität kommen. Also das ist natürlich auch wichtig, weil es da ganz offensichtlich Bildungsdiskriminierung gibt. Aber wir denken, dass es auch ganz wichtig ist, diese Hierarchien aufzubrechen, die wir ganz stark erleben. Also dass zum Beispiel universitäre Bildung einfach sehr viel mehr wert ist. Und das schildern auch viele Porträtierten in ihren Erzählungen, dass zum Beispiel die Eltern, eine erzählt, dass ihre Mutter eigentlich wahnsinnig gebildet ist, also sehr belesen, aber sie hat eben die Abschlüsse nicht und hat deshalb ihr Leben lang Komplexe und sagt immer, naja, ich weiß ja nichts. Und das ist ja auch das, was letztendlich gesellschaftlich vermittelt wird und mit dem Abschluss oder einem Titel man ja meist ganz anderes Gehör findet. Und mir ist das auch gerade in der Corona-Krise aufgefallen, obwohl das für mich ein Zeitfenster war, wo ich einerseits schon positiv gestimmt war, dass gerade Arbeitskämpfe, prekäre Arbeitsbedingungen wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber dass zum Beispiel, wenn von Belastungen für Jugendliche die Rede war, dann es immer automatisch junge Menschen waren, die Matura machen, und Lehrlinge sind da zum Beispiel medial gar nicht vorgekommen. Und genau, das ist ein Thema, das mich als Journalistin natürlich ganz besonders auch interessiert. Genau, das wären so einige Punkte, die uns wichtig sind. Und jetzt haben Sie vielleicht auch Fragen. Ja, herzlichen Dank, liebe Brigitte. Sehr, auch deine Auswahl hat doch sehr vieles sehr klar auf den Punkt gebracht und war auch im Brennglas, das uns doch sehr in die Frage, ja bitte, in die Fragen hineinführen. Und ich möchte jetzt noch zwei, drei Fragen mit dir am Podium direkt diskutieren. Eines nur vorweg, ich komme aus Wiener Neustadt, ich kann mir, glaube ich, ich habe das Neudörfel noch im Hinterkopf, wie das damals ausgesehen hat, und ich glaube, ich befürchte, ich kann mir auch vorstellen, welches Gymnasium das war, aber das ist nebensächlich. Eines fällt mir natürlich, ist immer auffällig bei diesen Geschichten, dass eigentlich über Klassismus vor allem jene sprechen, die die unterprivilegierten Verhältnisse oft hinter sich gelassen haben. Also in einem gewissen Grad die, die es hinaufgeschafft haben, die können dann verwenden den Begriff und erzählen über diese Situation. Warum ist das so? Das ist damit verbunden, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass das ganze Thema wirklich stark schambesetzt ist, dass dieser Leistungsmythos gesellschaftlich so präsent ist. Du kannst doch alles schaffen, wenn du dich nur anstrengst. Und umgekehrt heißt das, wenn du es nicht geschafft hast, dann bist du ganz offensichtlich selbst schuld. Und dann solltest du auch nicht öffentlich drüber sprechen, weil dann haben wir höchstens Häme und Beschämung für dich. Es gibt da eine Aktivistin in Österreich, die ganz toll zu dem Thema arbeitet, Daniela Prodesser, vielleicht kennen Sie die, die ist auf Twitter aktiv, hat auch eine eigene Website, die auch ganz stark gegen Beschämung anspricht, die Armutserfahrung selbst kennt. Und das, denke ich, ist noch eine riesige Aufgabe, dass wir das gesellschaftlich aufbrechen, weil wenn wir nicht darüber sprechen, dann verhindern wir auch Solidarisierung und Organisierung, weil wie soll ich mich mit anderen zusammenschließen, mit denen ich Erfahrungen teile, wenn ich über diese Erfahrungen nicht einmal sprechen kann. Da stellt sich dann auch für mich noch die Frage, du hast es schon angedeutet, aber ich würde da gerne noch etwas nachbohren, nämlich da gibt es jene, die es geschafft haben, dann gibt es jene, die quasi daheim bleiben, und du hast von der Zwischenwelt gesprochen. Diese Zwischenwelt, was bedeutet das für jene Aufsteigerinnen und Aufsteiger, die das geschafft haben? Das würde mich auch noch interessieren, wie wir das etwas näher darstellen können. Ja, also viele beschreiben es als Entfremdung zum Beispiel von ihrer Herkunftsfamilie, die dann zum Teil durchaus mit Trauer und Verlust verbunden ist, dass auch die Eltern
ja, ein wenig zerrissen sind im Sinne von ganz oft dieser Appell, wir möchten es, dass du es einmal besser hast und du sollst es schaffen, aber dann ist eine ganz andere Welt, zum Beispiel die akademische Welt, und man merkt, das sind jetzt neue Welten, zu denen ich keinen Zugang habe, das ist jetzt eine andere Sprache. Und dann beschreiben es auch viele so, wenn sie dann wieder nach Hause kommen, also oft ist auch so ein Umzug in die Stadt damit verbunden, und wenn sie dann wieder nach Hause kommen, dann sprechen sie extra Dialekt und dann hören sie aber oft, ne, du redest jetzt ja schon ganz anders. Das ist dann so eine Art Zwischenwelt, und aber auch dort in dem neuen Umfeld, in dem man sich bewegt, haben dann viele oft nicht, also das Gefühl, dass sie nicht dazugehören. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einer Universität bin und das sind andere Kolleginnen, die mit 20 schon um die halbe Welt gereist sind und zu Hause die 1000-Stück-Bibliothek haben und einfach ganz andere Selbstverständlichkeiten da präsent sind, eine ganz andere Sprache, und das etwas ist, was ich nicht nachholen kann. Ich habe dann vielleicht denselben Abschluss, aber diese frühe Prägung, das wird mich immer unterscheiden, und ja, das ist für manche dann lebenslang stärker, für manche weniger präsent. Manchmal überschneiden sich da auch Geschichten. Also eine erzählt zum Beispiel, dass sie, die auch in einem Dorf aufgewachsen ist und dann recht spät ihr Outing hatte, auch als lesbisch, und diese Andersheit-Erfahrung war im früheren Leben für sie präsenter, stärker einfach, weil das noch so tabuisiert war. Und eine andere beschreibt es wieder, dass für sie umgekehrt, einfach weil sie in einem sehr offenen Umfeld aufgewachsen ist, die dann an einer Kunstuniversität studiert hat, die eine der elitärsten Universitäten sind, für sie die Klassen Herkunft viel bedeutender war, und sie das auch sehr lange versteckt hat und erst spät überhaupt darüber sprechen konnte und sich in dieser Kunstwelt eigentlich bis heute so nicht zugehörig fühlt. Wenn man über diese Themen des heutigen Abends spricht, Klasse, Aufstieg, Leistung, Zurückbleiben etc., muss man natürlich immer wieder an Bourdieu denken. Und da würde mich schon sehr interessieren, und ich glaube, das ist eine Frage, die viele interessiert und die auch sehr stark Möglichkeiten aufzeigt, wo man vielleicht was ändern könnte. Aber mich würde von dir jetzt wirklich interessieren, welche feinen Unterschiede, welche Ressourcen fehlen solchen Aufsteigerinnen und Aufsteigern? Was sind hier besondere Punkte, die man einfach aufgrund seiner nicht privilegierten Position nicht mitbringt oder schwer aufzuholen hat, die aber aufzuholen sind, wenn man dann oben bestehen möchte? Die aufzuholen sind, das ist jetzt schwierig, aber für alle, die so einen sogenannten Bildungsaufstieg machen, ist es schon oft so, dass man die Regeln nicht kennt. Zum Beispiel, es gibt durchaus viele Stipendien, irgendwelche Projektförderungen und so weiter, aber wenn ich niemanden kenne, der so etwas schon mal bekommen hat und nicht weiß, wie das funktioniert, dann bewerbe ich mich dort vielleicht gar nicht. Und andere, die eigentlich finanziell super aufgestellt sind, haben dieses Wissen und haben auch überhaupt keine Hemmungen, da anzusuchen, weil das ist auch immer die Selbstverständlichkeit, zum Beispiel mit Geld umgegangen wird. Also diese Haltung, ob ich das so sehe, ne, das steht mir zu, oder das ist irgendwie unangenehm, wenn ich da vielleicht um eine Unterstützung ansuchen muss. Und das sind sicher Sachen, also in Deutschland an einigen Unis gibt es da jetzt schon Arbeiterinnen-Kinderreferate. Es gibt auch an der Universität Wien ein Referat, allerdings von der ÖH, also das ist von der Universität Wien jetzt nicht mit großen Mitteln ausgestattet. Da denke ich, müssten die Universitäten sehr viel mehr machen, wobei das natürlich im Bildungssystem sehr, sehr viel früher anfangen muss. Genau, das fällt mir ein. Und ansonsten, was wir auch immer sehr relevant erleben, ist allein die Vorstellungswelten, die man als Kind schon hat oder nicht. Also was kann ich mir überhaupt vorstellen, dass ich einmal machen könnte? Und wenn ich keine Beispiele sehe in meinem Umfeld, dann kommt das einfach nicht vor, und viele beschreiben das, dass sie immer so Stück um Stück gehen, während für Kinder aus bürgerlichen Haushalten das
ganz selbstverständlich vorgezeichnet ist. Du gehst jetzt aufs Gymnasium und in die Universität, machst deinen JUS-Abschluss, was auch immer. Und bei den Arbeiterinnenkindern heißt es dann, ja, schauen wir mal, gehst mal ins Gymnasium, ob du das schaffst, sonst gehst du halt wieder auf die Mittelschule und schauen wir mal, ob du die Matura schaffst. Und ja, ich denke, da müsste man auch sehr viel früher im Bildungssystem ansetzen. Gymnasium abschaffen, habe ich schon erwähnt. Und ansonsten sind es natürlich auch ganz harte ökonomische Fakten, dass in so einem reichen Land Armut existiert und auch so viel Kinderarmut ist eigentlich eine Schande. Aber ja, das wären jetzt nicht die feinen Unterschiede, sondern die großen Klassenunterschiede. Ja, die strukturellen Unterschiede. Auf eines möchte ich vielleicht nur hinweisen, was oft die Schwierigkeit besteht bei Personen, die aufsteigen durch Bildung, aber eben aus unterprivilegierten oder nicht privilegierten Schichten kommen, ist, es fehlen auch Netzwerke. Ja, ganz wesentlich, ja. Das habe ich jetzt nicht genannt. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung, also meine Eltern konnten mir helfen, dass ich als Student bei der Post als Briefträger untergekommen bin. Bei akademischen Situationen war das natürlich schwer überfordert und einfach nicht möglich. Exakt. Senne beschreibt das auch sehr gut, als sie da ihren Doktoratsabschluss schon hatte und dann erst sehr viel später gemerkt hat, okay, ich kriege die Unistelle jetzt aber nicht, weil ich so fleißig studiert habe und schon mit 25 meinen Doktor, sondern aha, die anderen kennen da schon den Uniprofessor seit, ich weiß nicht, seit der Jugend und wissen ganz genau, wie man sich systemisch eine Karriere aufbaut. Und ich glaube, da gibt es auch Studien dazu, dass dann Arbeiterinnen, Kinder, die einen Studienabschluss schaffen, trotzdem nicht in so gute Positionen kommen, eben wegen dieser fehlenden Netzwerke. Gut, jetzt eine Frage noch direkt hier unter uns und dann kommt das Publikum an die Reihe. Aber ein Begriff, der natürlich in der Arbeiterinnenbewegung eine Rolle gespielt hat, ein Begriff, der auch bei jenen Menschen in ihrer Position als nicht privilegiert eine Rolle spielt, der aber ein Begriff, der auch in der Gesamtdiskussion eine große Rolle spielt, und du hast es schon angeschnitten, da würde ich gerne noch etwas ins Detail gehen, ist natürlich der Leistungsbegriff. Diese Leistungsdiskussionen, die allgemein geführt werden, die ermuntern sollen und zum Aufstieg, aber jedoch in vielen Dingen ja exkludierend sind. Aber man muss auch feststellen, dass dieser Leistungsbegriff, jeder ist seines Glückes Schmied, tue was, dann wirst du was schaffen, gerade oft auch in sozialen Gruppen sehr stark verankert ist, die nicht privilegiert sind. Welche Rolle spielt dieser Leistungsbegriff im eigenen Aufstieg oder im Nichtaufstieg? Ja, eine durchaus große Rolle. Ich denke, dass da auch so einen verinnerlichten Klassismus gibt. Eine porträtierte, die in Oberösterreich in einem kleinen Dorf und in einer sehr katholischen Umgebung aufgewachsen ist, beschreibt das auch sehr gut, dass die Eltern das sehr verinnerlicht hatten, da wo dein Platz ist, da ist dein Platz, da gehörst du hin. Und fleißig sein. Also man muss eine Leistung erbringen, aber deshalb hat man nicht das Recht, etwas einzufordern. Da, denke ich, spielt das Katholische in Österreich durchaus, denke ich, eine große Rolle. Und dieser schiefe Leistungsbegriff, würde ich sagen, also das war eine Erzählung aus den 60ern, aber das ist heute nach wie vor sehr relevant. Also in den politischen Diskussionen, da stellt es mir regelmäßig die Haare auf, und da würde ich ja nach wie vor die Pandemie jetzt als große Chance sehen, auch diese schiefe Arbeitsbewertung. Ich denke, in der Pandemie ist uns so deutlich geworden wie schon lange nicht mehr, was wirklich sehr gesellschaftsrelevante Leistungen sind und was nicht so große Leistungen sind, die aber mit sehr viel mehr Prestige verbunden sind. Ja, ich denke, es wäre wichtig, dass da von ganz vielen Seiten entgegengearbeitet wird. Ja, danke, der schiefe Leistungsbegriff, danke für die Formulierung, die es am Punkt trifft, und auch die schiefe
Leistung bei der Arbeit, da gebe ich dir völlig recht. Die Pandemie hat da sehr vieles sichtbar gemacht und manche haben auch geglaubt, mit Applaus wäre das schon zu beheben. Vielleicht ist das eine Lehre, die wir aus der Pandemie mitnehmen. So, zunächst danke. Ich wende mich jetzt euch, dem Publikum, zu. Anmerkungen, Fragen, Ergänzungen, bitte. Die Kollegin Rosen würde sonst dann mit dem Mikro zu euch kommen, damit auch die Zuhörer beim Streamen euch hören. Bitte. Die Erste, der Erste hat es immer am schwierigsten. Bitte, Günther, und dann Sie in der ersten Reihe. Ich fand es interessant, was wir erfahren haben über die Elterngeneration, also über die Elterngeneration der Bildungsaufsteiger, Aufsteigerinnen. Kann ich es abnehmen für die Frage? Oder? Ja, das ist okay. Was wir erfahren haben über die Eltern der Bildungsaufsteigerinnen, ich hatte den Eindruck, dass das mehrheitlich so war, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Eltern dem sehr positiv gegenübergestanden sind, also diesem Aufstieg ihrer Kinder über Bildung. Jetzt ist es natürlich denkbar, dass Eltern ganz anders reagieren, also zum Beispiel, dass die Kinder zu spät zu arbeiten beginnen oder was auch immer. Sind euch solche Fälle auch begegnet, also dass die Eltern den Bildungsaufstieg abgelehnt haben? Beziehungsweise gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu verallgemeinern und zu sagen, was dazu führt, dass Eltern das manchmal befürworten, die Elterngeneration und manchmal nicht? Ja, also in unserem Buch sind es wirklich mehrheitlich Personen, wo die Eltern sehr stark den Bildungsaufstiegsgedanken hatten. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo sie schildern, zum Beispiel eigentlich unsere jüngste Porträtierte, da war die Mutter zwar eher positiv eingestellt, aber in der breiten Familie, in der sie aufgewachsen ist, Bildung überhaupt nichts wert ist und die ihr das auch so vermittelt haben, was verschwendest du deine Zeit da mit dem Studieren und dann, also sie hat Zeitgeschichte studiert und was soll das überhaupt sein, damit kannst du sowieso nichts anfangen. Ja, die hat das auch als sehr schwierig natürlich erlebt und ist für sie noch immer sehr schmerzhaft. Die ist mittlerweile, also die Journalistin, auch in Fernsehsendungen präsent und also ist stolz drauf, aber für ihre Familie ist das nichts Großes, weil wenn sie, so wo sie es formuliert hat, wenn sie jetzt verheiratet schon wären, zwei Kinder hätte, dann wäre das in ihrem Umfeld mehr wert. Das wären als schmerzhafte Erfahrungen geschildert und verallgemeinert zu sagen, was da jetzt den Unterschied macht, das traue ich mich nicht zu sagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da Forschung dazu gibt. Ich denke eher nicht, weil leider gibt es in Sachen Klassenverhältnissen oft zu wenig Forschung, aber was jetzt natürlich nicht repräsentativ ist, was wir erlebt haben, ist, dass ein Unterschied oft war, wie politisiert die Eltern selbst auch waren, also selbst eine Vorstellung gehabt haben von Klasse oder vielleicht auch selbst in der Gewerkschaft engagiert und so weiter. Und daher auch irgendwie von dem Bildungsaufstiegsgedanken geprägt. Wie gesagt, das ist dann eine subjektive Auswahl. Ja, bitte, die Kollegin in der ersten Reihe. Sie sprechen ja eigentlich immer von ArbeiterInnenkinder. Jetzt ist der ArbeiterInnen als Klasse ja nicht keine homogene Gruppe, sondern das ist ja sehr, ist der Taxifahrer der ArbeiterInnenklasse zuzurechnen, ist die Pflegekraft, Reinigungskraft im Spital. Also wie machen Sie denn die Zuordnung? Das ist ja sehr schwierig. Und wahrscheinlich kennen viele von Ihnen dieses Buch von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Das ist ja eines der großen Bücher, die jetzt sehr bekannt sind zu diesem Thema auch, wo dieses Thema der Klasse auch sehr aufgegriffen wird. Das ist die, da gibt es die Stahlarbeiter in der Föst, die sind ja nicht vergleichbar mit dem Taxifahrer oder der Taxifahrerin. Wie würden Sie denn die Gruppe fassen? Wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Klassenbegriff zu verwenden im Buch, machen aber keine theoretische Diskussion auf zum Klassenbegriff. Das ist natürlich sehr diffizil, hat sich sehr verändert. Das ist ja auch die Frage zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile am 1. Mai auch einen, neben der klassischen Demo, einen Marsch der Prekären oder so ähnlich. Dann ist natürlich die
Reinigungskraft und eine Künstlerin, die extrem wenig verdient, ist das natürlich eine andere Form von Prekarität. Trotzdem, auch wenn wir nicht mit einem klassisch-marxistischen Klassenbegriff arbeiten, geht es uns trotzdem darum, also die genaue Ausdifferenzierung, das machen teilweise Ökonominnen und Politikwissenschaftlerinnen ganz toll. Uns ging es jetzt mehr darum, einfach eine Perspektive zu richten auf verschiedene Formen von Prekarisierung, Ausgrenzung und welche Solidaritätsachsen da jetzt notwendig sind. Und für dem her war es jetzt für uns nicht so relevant, also eine ganz exakte Ausdifferenzierung zu führen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine wichtige und interessante Diskussion, wie sich das verändert hat. Und Arbeiterinnenklasse ist einfach noch ein sehr präsenter Begriff, aber natürlich ist das was anderes als jetzt in den 50er Jahren. So, danke, bitte. Ja, mein Name ist Günter Wendel. Es gab einmal diesen sozialdemokratischen Begriff Leistung, Aufstieg, Sicherheit, so in den 70er, 80er Jahren, der ist ja weitgehend verschwunden. Habt ihr da ein bisschen erforscht, warum der verschwunden ist? Nein, leider nicht, aber vielleicht kann ja jemand von der SPÖ hier einspringen. Würde mich auch sehr interessieren. Es kommt in einigen Geschichten, nachdem es dann manchmal eine SPÖ-Verbindung gibt, immer wieder auf und ist dann für viele, die so in der Kreisgezeit sozialisiert worden sind, auch etwas sehr Schmerzhaftes. Finde ich selbst spannend, aber wir haben uns jetzt im Rahmen des Buchs nicht näher damit beschäftigt. Ich möchte da kurz noch was dazu sagen, klarerweise. Nein, ich bin ein 70 geboren, also somit ein Kind der Kreisky-Ära. Und wir wissen alle, dass dieser Slogan ja ein Teil des Erfolges auch der Politik von Bruno Kreisky war. Die Plakate, wir haben sie noch im Kopf, waren sicher nicht die unerfolgreichsten Wahlkampagnen, die die Sozialdemokratie in Österreich geschlagen hat. Aber das war natürlich, muss man auch gestehen, ein Zeitfenster, in dem diese Versprechen ja wirklich für breite Kreise funktioniert haben und für jeden und jede auf ihre Art irgendwelche Formen von Aufstieg dabei waren. Das war natürlich auch einem Gesamtsituation der späten 60er und 70er Jahre geschuldet und war sicherlich auch ein Slogan, den man sehr stark verinnerlicht hat, den eineinhalb Generationen ja mit ihrem eigenen Leben sehr eng verbunden haben, klarerweise, weil damit ja die eigenen Aufstiegserlebnisse, seien sie vom Arbeiter zum Angestellten, seien es die Möglichkeit der kleinen Eigentumswohnung, sei es eben der Weg, mein Bruder und ich, wir kommen aus einer Familie, wo beide die Ersten waren mit Matura und Universität, und bin überzeugt, dass diese Bildungssprünge heute schwieriger sind als damals in den 70er Jahren, von dem bin ich tief überzeugt. Aber natürlich muss uns auch eines klar sein, dass diese Slogans doch etwas Zeitgebundenes hatten und zweitens ab den 80er Jahren die Versprechen auch immer schwieriger einzuhalten waren. Die Gesamtsituation hat sich verändert und teilweise wurde dieser Leistungsbegriff, muss man auch sagen, natürlich stark neoliberal geändert und teilweise uminterpretiert und das dann verknüpft damit, dass durchlässigere Aufstiegsmöglichkeiten enger und unmöglicher wurden. Ein Versuch, eine Antwort, aber natürlich könnte man da sicher länger drüber diskutieren. Welche Rolle der Leistungsbegriff heute spielen würde, wäre auch spannend, aber das würde auch zu weit führen. Danke. So, bitte. Weitere Anmerkungen, weitere Fragen, weitere Themen? Ja, bitte, Maria. Dann. Ich habe das Buch gelesen und was mich noch interessiert ist, der Aufstieg bedeutet ja immer weggehen von diesem Milieu, von dem eigenen Milieu und nicht ganz dazugehören zu den immer schon aufgestiegenen, sozusagen, die es leichter hatten. Aber es gibt ja diesen Zwischenraum und der Zwischenraum, der ein paar Mal beschrieben wird, ist ja auch eine Möglichkeit, eine neue Welt zu schaffen. Ich habe das auch erlebt in der eigenen Biografie, aber auch in der Arbeitswelt, dann in der Zusammenarbeit mit migrantischen Kollegen, die sehr positiv dann gesprochen haben, gesagt haben, wir kommen erstens einmal Arbeiterhintergrund, wir kommen aus
in dem Fall waren es aus der Türkei, in dem Fall waren es noch alevitisch, ja, und dann, wo sie sehr positiv diesen Zwischenraum bewertet haben. Also ich kann mich erinnern, ein Kollege von mir hat gesagt, ja, das ist jetzt mein Raum und ich weiß, ich kann switchen. Das ist auch sozusagen eine Ressource, die ich jetzt habe. Ja? Und ich will mir diesen Raum auch gar nicht mehr nehmen lassen. Mich würde es da interessieren, wie das jetzt in der Gesamtheit bei diesen Interviews für Sie deutlich wurde oder in welcher Weise. Ja, das ist ein ganz wichtiger und spannender Punkt. Es ist durchaus auch eine Ressource. Beschreiben auch einige so einfach, dass man verschiedene Welten dann versteht und lesen kann. Und ich speziell als Journalistin sehe es auch als einen Vorteil, wenn ich dann sehe, wenn es Leute gibt, die sehr privilegiert aufgewachsen sind und gewisse Arbeitsverhältnisse überhaupt nicht kennen, keinen Bezug dazu haben, denke ich mir, ist das ein großer Vorteil, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ja, deshalb, es erleben nicht alle so. Gibt auch, wir haben sogar eine im Buch eben, die sagt, sie ist sich nicht sicher, ob es das Ganze überhaupt wert war. Und weil sie ja doch auch sehr viel verloren hat, aber es gibt durchaus auch einige, sind ja auch nicht alle Geschichten im Buch, die das auch als so eine Form von Ressource begreifen und genau diese verschiedenen Welten kennen, ist durchaus etwas, was man betonen kann, auch dass etwas Positives ist, auf jeden Fall. Danke. Madhavi, bitte. Ja, ich habe das Buch auch gelesen und bei der Geschichte von der Frau Manuela Wade, die Lehrbeauftragte auf der Uni Wien, und ja auch die erste war, glaube ich, die maturiert hat und ein Studium abgeschlossen hat. Ich fand, wie sie das beschrieben hat mit ihrer Mutter, also sie hatte immer nur eins in der Volksschule und ist dann ins Gymnasium gegangen und ihre Mutter hat dann irgendwann bei der Promotionsfeier zu ihr gesagt, ja, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst, weil aufs Gymnasium gehen immer nur die Gescheiten. Und sie dann gesagt, okay, ich war ja immer gescheiter, also ich war immer die Beste in der Klasse, habe immer die Einser gehabt und ich kann das auch selber aus meiner Biografie, sie war auch die erste, die maturiert hat in die beiden Familien von meinen Eltern. Und es ist schon so, dass dieses Selbstbewusstsein, glaube ich, in dieser Arbeiterklasse, in dieser Arbeiterinnenklasse, ein bisschen fehlt, oder? Weil man schreibt doch, also ich kenne es von meinen Eltern, man schreibt, die Gescheiden und die Studieren gehen, unabhängig davon, wie gut die Kinder in der Schule sind, noch immer dieser anderen Klasse zu. Und ich glaube, dass sie, oder wie sind Sie das? Da muss ich auch, glaube ich, ein bisschen was tun, dass ich diese Arbeiterinnenklasse das auch zutraut. Ja, finde ich auch einen ganz spannenden Punkt. Habe ich auch schon mehrfach so gehört und ich denke, es ist nicht nur ein Selbstzutrauen. Wir hatten vergangene Woche eine Lesung im Burgenland, wo eine Lehrerin da war, die erzählt hat, dass sie sich da oft ein bisschen allein fühlt in ihren Kämpfen und dass für manche Kolleginnen klar ist, einfach ja, die Kinder vom Arzt im Dorf werden jetzt aufs Gymnasium gehen und die Kinder von der Reinigungskraft nicht, jetzt auch unabhängig von den Noten, einfach was man ihnen zuschreibt und auch von den Ressourcen, die sie haben und dass dann oft so ist, dass zum Beispiel im Gymnasium Kinder aus privilegierteren Haushalten mit ganz viel Nachhilfe einfach durchgedrückt werden, auch wenn die Noten schlecht sind, da massiv investiert wird in private Nachhilfe, was es so teuer ist und für andere nicht möglich. Das heißt, ich denke ja, dass von zwei Seiten, sowohl einerseits, was man sich selbst zutraut, aber dann auch ganz krass die gesellschaftlichen Zuschreibungen. Danke, ich schaue in die Runde. Weitere Anmerkungen, Fragen? Ja, bitte. Sie haben erwähnt, dass es zukünftige Projekte gibt, also dass Sie weiterforschen bzw. in der Richtung weiterarbeiten wollen. Da würde mich interessieren, in welche Richtung geht das jetzt? Es ist noch nicht fix, aber wir haben gesagt, wir würden uns dafür interessieren, keine Aufstiegsgeschichten zu erzählen, unter Anführungszeichen. Sondern andere Geschichten, die auch mit sozialer Herkunft zu tun haben, ist noch Zukunftsmusik, aber ja, werden wir sehr motiviert. Okay, danke.
Bitte, einen Blick noch in die Runde. Wenn es jetzt keine Anmerkungen oder Fragen mehr gibt, kommt von mir eine Abschlussfrage, nämlich jene an dich, liebe Brigitte. Wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, zwei Wünsche zu erfüllen, welche zwei Wünsche wären an die Politik gerichtet, die für dich in dem Thema, in dem Kontext, in dem wir uns hier heute bewegen, in dem sich dieses Buch bewegt, die wichtigsten Appelle und Wünsche an die Politik? Dann nehme ich ganz konkrete Sachen. Einerseits die Gesamtschule, das Gymnasium abschaffen und die Gesamt- und Ganztagsschule für alle. Und andererseits eine echte Grundsicherung wie früher die Mindestsicherung, aber noch viel besser ausgebaut. Sehr zwei klare, knappe Antworten am Punkt. Ja, ich sage dir herzlichen Dank für dieses Buch, für eure Arbeit. Herzlichen Dank, dass du heute hier warst, das Buch präsentiert hast und mit uns so intensiv und spannend diskutiert hast. Und euch, Ihnen allen auch ein Danke fürs Kommen. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt wieder alles aus der digitalen Welt in die analoge Welt unsere Veranstaltungen und Seminare bringen können. Darum nochmals herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ich hoffe, bald wieder mit euch hier diskutieren zu können. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja auch viel Kraft in den schweren Zeiten, in denen wir leben. Wir haben politisch und gesellschaftspolitisch sehr viel vor uns. Und wenn wir alle als Demokratinnen und Demokraten hier unsere Arbeit leisten, sie wird gefordert sein, damit Europa weiterhin ein guter, sicherer, freier und gerechter Ort bleibt. In dem Sinne, danke, einen schönen Abend noch. Bis bald.